Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeons & Dragons Online mit mir in Restro, meinem Charakter in Restro und unserem Teamkollegen Sisul. Wir stehen hier vorm Sorotas Tempel, The Sanctum Church of the Fury. Und das müsste, wenn ich mich nicht täusche, die letzte der ganzen Quests sein hier. Kann natürlich auch sein, dass es da noch eine weitere gibt. Sonorous thrumming sounds from the temple's deepest reaches. The bishop's ritual has begun. Und ich habe schon wieder nicht mein Pet ausgewählt gehabt, als ich Blue gecastet habe. Also, jetzt sollte es Blue haben. Und wir sollten hier einfach durchgehen können. Wir müssen praktisch da hinten hin und dort runter und ja. Wir müssen da hinten irgendwas kaputt machen. Oh, ein Fire Reaver. Und wie ihr seht, wenn ihr die Arme hochhebt, einfach aus dem Weg gehen, nicht, dass ihr von diesen Feuerwänden getroffen werdet. Die können unter Umständen recht viel Schaden machen. Nicht so viel wie bei den Eisflänzern, aber sie machen weiterhin Schaden. Also solltet ihr ein bisschen aufpassen und so. Und hier seht ihr grün, gelb, rot, blau. Und zwar eben in dieser Anordnung. Das heißt, wir haben im 2G 2G grün, 4 gelb, vielleicht auch so zusammenschreiben, damit es besser ist, 1 rot und 3 blau. Wie genau muss man sich das Ganze hier vorstellen? Wir gehen jetzt einmal auf die andere Seite von diesem ganzen Teil. Okay, dann haben wir einen von diesen Champions. Das heißt, wir werden einfach mal unseren Teamkollegen heilen. Und diesen Champion üblicherweise töten, unter Umständen, vielleicht. Und anscheinend macht mein AOE Negative Energy Burst die Teile kaputt. Oh, das ist natürlich cool, das muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, doch, der zerstört Breakables. Das ist natürlich äußerst lustig. Also, wir haben jetzt im zweiten Feld den grünen, welches H ist. Das heißt, grün ist H. Wir haben nun im vierten Feld gelb, was das Portal ist. Wir haben im ersten Feld rot, was das Eurozeichen ist. Und wir haben hier im dritten blau, was das F ist. So, so viel dazu. Das braucht man jetzt praktisch. Und wie ihr seht, ist hier so ein Portal. Also so eine Barriere. Das heißt, wir töten hier erstmal den Fire Reaver. Und wenn der Fire Reaver tot ist, dann schauen wir, wo dieses dämliche Ding zum Drehen ist. Bin ich jetzt absolut blöd und ist jetzt die Tür aufgegangen, oder? Ja, scheint so, als wäre es da aufgegangen, als wir den Typen getötet haben, denn irgendwann müssen wir da eben weiter hinter und so. Und ja, Sisul hat gerade leichte Probleme mit einem gewissen anderen Champion Flash Renderer. Das ist relativ schön zu sehen, dass nicht nur ich der bin, der die Probleme hat. Und er hat mit seinem AOE einen Champion Healing Debuff gemacht. Das heißt, ich würde jetzt theoretisch weniger geheilt werden, aber wir haben ja eh. Ja, gelb haben wir gesagt. Ist ein Portal. Auf jeden Fall, wir heilen uns eh über negative Energie. Das heißt, eigentlich machen wir uns Schaden, damit wir uns heilen. Und dadurch ist das Healing Debuff gegen uns eh absolut schwachsinnig. Aber so zur Nebeninformation, was theoretisch rot, haben wir das Eurozeichen. Rot-Euro-Zeichen. Ich bin mal wieder so asozial und lasse jetzt einfach Sisul alleine, aber ich denke, mit einem gegen Nicht-Champion-Typen wird er das Ganze auch relativ gut schaffen. Blau haben wir gesagt, ist das F. Also haben wir hier das F.
Da hinten ist ein weiterer Fire Reaver. Und jetzt brauchen wir noch grün das Haar. Und dann ist die Barriere hier in der Mitte kaputt. Und wir können theoretisch rein. Das heißt, wir werden aus Einfachheitsgründen erstmal die Fire Reaver töten. Und ich hoffe einfach mal, dass mein Pet das Ganze noch überlebt. Der scheint jetzt nicht gerade so gut darauf zu sprechen zu sein, dass... Ja, mein Pet scheint relativ gut zu sterben. So viel dazu. Da ist der Typ jetzt sofort gestorben. Der Boss hier scheint auch relativ schnell zu sterben. Ja, er ist auch tot. Und damit haben wir die Bösse getötet. Kriegen hier noch ein bisschen Loot. Und damit haben wir Solo Dusk Isle abgeschlossen. Insofern, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.